Was hat es mit Web 3.0 auf sich? Was genau ist das und wie funktioniert diese Technologie? Alles dazu gibt es in diesem Video. Hey, ich bin Leonie und heute wollen wir uns dem Begriff Web 3.0 widmen, denn den kann man nicht einfach so googeln und es gibt eine klare Definition und dann weiß man Bescheid, sondern die Technologie ist relativ komplex, würde ich jetzt mal so sagen. Deswegen werde ich mir größte Mühe geben, sie für euch mal etwas runterzubrechen und zu erklären. Also, vor Web 3.0 gab es logischerweise Web 1.0 und Web 2.0. Mal ganz einfach gesagt, ist das einfach nur die Entwicklung des Internets in den letzten Jahren oder Jahrzehnten. Web 1.0 gab es zwischen 1991 bis Anfang 2000er Jahren und da hatten wir im Prinzip nur statische Webseiten, also Seiten im Internet, wo du nur Texte lesen konntest, digitale Flyer, Homepages ohne Kontaktformular natürlich. Es wurde jedem Nutzer das komplett identische Bild und Inhalt angezeigt und du konntest auch noch nicht mit jemandem oder etwas interagieren. Nur mal als Beispiel, du konntest dich also nirgendwo einloggen, du konntest nichts teilen, dich nirgendwo eintragen. Es gab wirklich nur Informationen zum Nachlesen. Ab 2005 kam dann Web 2 und da fing es dann langsam an, dass Webseiten dynamischer und schneller wurden. Es war ab diesem Zeitpunkt nämlich auch möglich, mit anderen Leuten zu chatten, also zu interagieren und das alles in Echtzeit. Heute Standard, damals aber echt sehr, sehr revolutionär. Facebook und Studi oder SchülerVZ, vielleicht erinnert sich der ein oder andere von euch ja noch, sind da die besten Beispiele für. Es wurde nun also nicht mehr jedem das Gleiche angezeigt, wie es noch bei Web 1 der Fall war. Da gab es gar nicht sonderlich viel zum Anzeigen, sondern es wurde alles deutlich individueller. Je nachdem, welche Kontakte du zum Beispiel hattest, wurden dir andere Freunde in den sozialen Netzwerken vorgeschlagen als mir. Du konntest aber auch Bilder und Videos hochladen. Web 2 kann man also als interaktives Netz verstehen. Es passt sich nämlich auch deinem individuellen Nutzungsverhalten an. Googlest du einmal nach Balkonmöbel zum Beispiel, werden sie dir danach in der Online-Suche überall anders auch angezeigt. Likest du in den sozialen Netzwerken Hundevideos, werden dir plötzlich ständig süße Tiervideos vorgeschlagen. Wir sind also bis heute noch im Web 2.0 unterwegs. Eine der wichtigsten Änderungen in Web 3.0 ergibt sich aus der Art und Weise, wie Server die Informationen in ihren Datenbanken verwenden und auch der Besitz deiner digitalen Inhalte, die du teilst, verändern sich damit. Im Kern geht es beim Web 3.0 um ein Online-Ökosystem, was dezentral und durch die NutzerInnen selbst kontrollierbar ist. Denn bislang ist es ja so, dass du die Kontrolle über deine geteilten Inhalte an das Unternehmen oder an die Plattform abgibst, auf der du gerade unterwegs bist. Nehmen wir mal an, du lädst ein Bild auf Instagram hoch. Klar, es gehört dir, du bist der Eigentümer, aber trotzdem kann Instagram selbst schlussendlich darüber entscheiden, es von der Plattform zu nehmen oder es auch anderen Leuten vorzuschlagen, ohne dich vorher um Erlaubnis bitten zu müssen. Sie nutzen also deine Daten und Inhalte für eigene Zwecke. Oder die typischen Riesen wie Amazon oder Google, die wissen eine Menge von dir. Sie wissen, wo du gerne Online-Shopping betreibst, welche Größe du trägst, welche Pizza du gerne bestellst, ob du krank bist zum Beispiel, denn wie oft googeln wir irgendwelche Symptome, seien wir mal ganz ehrlich. Sie haben unsere Adresse, unsere Telefonnummern und so weiter und so fort. Ein Problem, wenn wir es mal so sagen dürfen, vom Web 2.0 ist also, dass die privaten Daten und Inhalte von uns Nutzern zentral gesteuert werden und das von den großen Unternehmen wie eben, wie ich gerade schon gesagt habe, Amazon, Google und Co. Es geht schlicht und einfach um die Datenhoheit und zentralisierten Plattformen. Zurück zum Ziel vom Web 3.0. Es soll damit eine Dezentralisierung geben und so das Internet für deren Nutzer sicherer, datenschutzfreundlicher und zuverlässiger gemacht werden. Wie funktioniert das jetzt genau? Web 3.0 wird alles verstehen, was ein Nutzer an Inhalten und Kontext übermittelt und die ganzen Informationen dann mit menschenähnlicher Intelligenz verarbeiten. Ein weiteres Merkmal von Web 3.0 ist also ganz klar die künstliche Intelligenz. Beides wird durch die Konnektivität zwischen mehreren Knoten weiter unterstützt. Die verteilte Verarbeitung erleichtert es Computern, KI zum Denken zu nutzen. Und ermöglicht wird das alles durch eine Verknüpfung und dezentrale Verteilung von Daten über mehrere Netzwerke, die mit dezentralen Protokollen betrieben werden. Insbesondere Blockchain gilt hier als eine der Schlüsseltechnologien für die Infrastruktur des Web 3.0. Zu Blockchain müssten wir wahrscheinlich nochmal so ein gesondertes Video machen, aber ganz kurz erklärt für alle, die mit dem Begriff jetzt noch nicht so viel anfangen können. Im Prinzip ist Blockchain das Gegenteil von einem Rechenzentrum. Es gibt ja viele Rechenzentren, wo deine Daten gespeichert werden. Bearbeitest du beispielsweise
ein Dokument in Google Docs und dann bearbeitest du es ja nicht auf deinem Computer oder Laptop zu Hause. Also es liegt nicht auf deinem Endgerät ab, sondern Google hat eigene Rechenzentren, wo dieses Dokument gespeichert ist. Solche Rechenzentren könnt ihr euch vorstellen wie so ganz, ganz große Räume, wo deckenhohe Technikboxen oder eben Rechnerschränke stehen mit ganz vielen Servern. Ein großer Speicherort eben zentral an einem Ort. Und bei Blockchain ist das alles dezentral und das ist der wichtigste Unterschied und weswegen es ja auch bei Web 3.0 eine so große Rolle spielt. Es gibt also keine zentrale Anlaufstelle mehr für deine Inhalte oder Daten, sondern sie sind verteilt. Dezentral eben. Daten können im Nachhinein nicht mehr verändert werden, so wie es aktuell noch bei zentralen Speicherungen der Fall ist. Und so kann man zum Beispiel mehr Sicherheit garantieren, weil es Hackern beinahe unmöglich gemacht wird, mit fremden Daten zu arbeiten, sie zu stehlen oder sie zu verändern, weil es eben nicht mehr nur einen Ort gibt, an dem sie gespeichert sind. Die Blockchain-Technologie wurde entwickelt, um den Handel mit Kryptowährungen zu vereinfachen. Die digitalen Währungen sind nämlich auch dezentralisiert, sprich, sie stehen nicht unter Kontrolle von zentralen Banken. So sind direkte Transaktionen zwischen Personen möglich, ohne dass eine dritte Partei wie herkömmliche Banken zum Beispiel dann dazwischen noch eingeschaltet werden. So, nochmal ganz kurz zusammengefasst, weil es ein bisschen komplexer ist heute, was Web 3.0 nun für dich als Nutzer bedeuten kann. Wie ihr merkt, die Dezentralität ist der allergrößte Punkt. Ein anderer Vorteil von der Technologie Blockchain und damit auch vom Web 3.0 ist, dass alles, was im Web 3 passiert, nachvollziehbar ist. Es soll nutzerfreundlicher sein und mehr Privatsphäre und Daten Hoheit geben. In Deutschland schwappt das Web 3.0 gerade erst so richtig rüber. Wie immer ist das Thema in Amerika zum Beispiel schon viel, viel größer. Aber es gibt natürlich schon ein paar Beispiele für Web 3.0, die auch bei uns schon genutzt werden. Siri, der Sprachassistent, wäre dann ein Paradebeispiel, aber auch, wie eben schon kurz angerissen, Kryptowährung. Das ist im Prinzip eine dezentralisierte Währung, die nicht unter der Kontrolle einer Regierung oder Zentralbank steht. Es gibt da natürlich super viele Angebote, wie immer, aber Bitcoin ist wahrscheinlich der bekannteste Anbieter. Ich bin gespannt, was da noch alles auf uns zukommt und wie sich Web 3.0 verändern wird in Zukunft und wie es auch unser Nutzerverhalten verändern wird. Es bleibt also sehr, sehr spannend. Wenn ihr zukünftig keine weiteren Videos dieser Art hier mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach mal unseren Kanal. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ich euch im nächsten Video schon wiedersehen darf. Also bis dann. Ciao. Du hast jetzt gemerkt, Web 3.0 ist voll dein Thema. Dann schau dir doch mal dieses Video zum Studiengang Informatik an.